Okay. So, was geht ab, YouTube? Wir gucken uns heute ein Video von Gazi D an. Kölner gegen Frauenrecht. Ich hoffe, das hat meinen nötigen Cringe. Ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Wir sind jeden Tag live. Jeden Tag. Noch nie in meinem Leben einen ausgesetzt. Erster Link im Bio. Ich küsse eure Herzen, wir gehen rein. Wir lassen uns aber nicht spoilern. Was läuft, Mädels? Stellt euch mal vor, du bist die? Lara. Selina. Die Frage von heute ist, haben Männer und Frauen dieselben Rechte? Was Nein. Du zu sagen? Doch, ich finde schon so. Ja? Wir fangen mal bei ihr an. Wo würdest du sagen, dass sie nicht dieselben Rechte haben? Und wer hat mehr Rechte? Okay, ist auch eine gute Frage für den Chat. Haben Frauen und Männer die gleichen Rechte? Eins in den Chat für ja, zwei in den Chat für nein. Ich muss mal überlegen. Also laut Staat oder wie? Weiß ich nicht, wie das jetzt aber gemeint ist, die Frage. Wir machen es aber schlau, Jani Chat, passt auf. Aber wir wünschen uns natürlich, dass Frauen, Männer die gleichen Rechte haben. Ist es nicht so, Chat? Eins in den Chat. Wir wünschen uns natürlich, ja? Weil wir sind auf jeden Fall Ding. Emanzipierung. Ja, Mann. Wir sind natürlich auch für Frauenrechte, natürlich. So ist es nicht. Chat, wir sind hier auf Twitch. Wir sind natürlich auch für Frauenrechte. Oder nicht? Eins in den Chats und Subchat und Emote-Chat. Wir sind natürlich auch für Frauenrechte. Wir sind ja... Genau. Frauenrechte sind was Gutes. Frauenrechte sind wichtig. Frauenrechte, man muss immer... Hey, ein bisschen lachen, Muschi Maus. Okay. Ihr wisst schon. Die Jungs. In welcher ja. Hinsicht? Ich weiß nicht, überall. Überall? Ja. Was heißt denn überall? Hast du Geschwister? Ja. Brüder? Ja. Dürfen die mehr als du? Boah, definitiv. Was darfst du denn nicht, was die dürfen? Boah, die dürfen so lange draußen bleiben, aber ich nicht. Was bist du, eine Landsfrau? Halbtürke. Okay, dann hat sich das erledigt. Und du sagst nein, also die haben dieselben Rechte? Also schon, also mittlerweile schon so. Also es gibt noch so diese Jungs, die sagen so, oh ja, Frauen haben weniger Rechte und bla bla bla. Aber zum Beispiel bei der Arbeit verdienen ja Frauen oft weniger. Ja, das stimmt. Aber heutzutage setzen sich ja auch mehr dafür ein, so dass Frauen mehr Rechte bekommen. Also ich bin natürlich auch einer der Mitstreiter davon, dass Frauen ein bisschen mehr Rechte bekommen. Es gibt eine richtig gute Dokumentation darüber, die ich euch sehr ans Herz legen kann. Es ist eine Diskussion, eine Debatte. Wir können da mal kurz reinschauen, weil... Dzień dobry. In Kasachstan ist es illegal, wenn mehr als 5 Frauen gleichzeitig an einem Ort sein. Außer vor in Bordell oder in Grab. In USA viele Frauen treffen sich in Gruppen, genannt Feministinnen. Ich finde raus mehr, Jenkui. Also, was bedeutet dieser Feminismus? Es ist die Theorie, dass Frauen und Männer gleich sind. Und zwar in... Hör zu, wichtig. ...wirtschaftliche, soziale... Sehen Sie, gerade haben Sie gelacht. Ja, also, das ist eine Frechheit. Das Problem. Glauben Sie, eine Frau sollte gebildet sein? Definitiv. Aber ist das nicht ein Problem, dass eine Frau hat ein kleineres Gehirn als ein Mann? Das ist falsch. Aber Regierungswissenschaftler Dr. Yamak beweist, es hat große von Eichhörnchen. Ein Wissenschaftler Ihrer Regierung? Ja, Dr. Yamak. Unrecht, das stimmt nicht. Gib mir ein Lächeln, Baby. Warum Gesicht wütend? Nun ja, was Sie da sagen, ist sehr erniedrigend gewesen. Wissen Find Sie, ich auch. Was erniedrigend bedeutet? Nein. Wir wollten Ihnen nur sagen, ich konnte mich nicht konzentrieren auf das, was die alte Mann sagt. Jede Frau sollte das gleiche Geld. Alles, an was ich denken konnte, war diese süße Frau in ihrem roten Wasserhäuschen. Okay, was der alte Mann gesagt hat. So, jetzt schauen wir weiter. Was läuft? Was geht ab? Jungs. Hallo. Hi. Wollt ihr direkt mitmachen? Woher kommt ihr? Seid ihr aus Köln? Ob. Ja, Chat, ich glaube, wir kommunizieren schon mit 144 IQ. Wir sind hier auf Twitch. Einmal We Love Dicks in den Chat. LGBTQ HD Ultra Plus Science Fiction. Love ich. Ich bin für alle Rechte. Alle Menschen werden gleich behandelt. Alhamdulillah, Bruder. We love dicks, Digga. Ich küsse eure Herzen, Chat. Wir sind keine, wir diskriminieren niemanden. Ob Männer und Frauen. Das müssen wir auch hier einmal klarstellen. Dieselben Rechte haben, was sagt ihr? Ah, nicht schon wieder dieses Thema, ja? Guck mal, die Männer gehen die Arbeit in, die Frauen sind ja zu Hause in der Küche, putzen. Komm erstmal alle ins Bild. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wer will alles machen? Macht ihr alle mit? Ja, Bruder, Gott hat so gemacht, die Männer gehen arbeiten, die holen das Geld und die Frauen gehen in der Küche, machen das Essen, wenn der Mann von der Arbeit. Walla, Bruder, hart. Safi, okay, Safi. Rauskommen, weißt du? Kannst du dem zustimmen? Nein. Warum denn? Also ich, ne? Ich finde, die Frauen können auch arbeiten. Aber was ist, wenn die ein Kind bekommen? Einer schreibt, der hat recht. Gott hat die Frau in Küche geboren, oder was? Ich küsse dein Auge. Ja, dann... Also ich bitte dich. Wenn die Mutterschutz gehen. Aber trotzdem sind die dann noch zu Hause. Die gehören in der Küche. Nein.
Also sagst du, alle Frauen gehören in die Küche? Ja, Bruder. Putzen ist okay so, aber nicht ohne Job oder so, nein. Aber was ist, wenn der Mann von der Arbeit kommt und da ist nichts zu essen? Ja, dann hat der Pech und muss sich was selber machen. Du kommst von der Arbeit. Ja. Was würdest du machen, wenn deine Frau jetzt einfach kein Essen gemacht hat, gar nichts? Ich werde die verlassen, Bruder. Findest du das okay? Nein. Also, doch, ich finde schon so, wenn ein Mann nach Hause kommt so und man ist verheiratet als Frau. Bruder, die Mädels, gell, untereinander, die sind so hart, Bruder. Ich schwöre, ich bin sehr dankbar dafür, ein Mann zu sein. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Frauen-Ding, wie heißen die nochmal, Feministen, angegriffen. Dass ich bin einfach nur stolz darauf, ein Mann zu sein. Frau sein ist natürlich bestimmt auch cool. Aber ich bin stolz, ein Mann zu sein. Bruder, der eine sagt nein und die andere sagt ja. Und ich weiß genau, was diese Mädels denken. Sie denkt sich gerade, Walla, du kleine Fotze, du stinkst immer, wenn du deine Tage hast. Und die denkt sich genau andersrum. Lass mich doch auch einmal sexy sein. Du weißt, mit meiner Nase findet mich niemand attraktiv. Lass mich doch vor diesen Jungs einfach mal kurz sexy sein. Und dann streiten die sich, aber nur in Gedanken. Die streiten sich nicht mit Worten. So sind Frauen. Die streiten sich nur mit Gedanken. Und dann, wenn dieses Interview fertig ist, hey Schatz, wollen wir jetzt noch zu Starbucks? Und im Kopf sagt sie, du zahlst aber deinen Kaffee selber. Und die andere antwortet dann, ja klar, Schatz. Walla, ich hab keinen Bock, der hat wieder ihre Tage, zmüffelt. Genau so, Bruder. 1:1. Ich möchte natürlich auch nicht alle Frauen hier verallgemeinern. Das ist natürlich auch klar. Weil ich glaube und ich bin dafür, dass Frauen auf Ampeln abgebildet werden. Weil es kann nicht sein, dass da nur Männer abgebildet werden. Und noch eine Frage an euch, Chat. Habt ihr euch mal Gedanken darüber gemacht? In der Schule sagst du zu deinem Lehrer, Herr X. Zu deiner Lehrerin sagst du aber nur Frau X. Warum sagst du zu deinem Lehrer nicht Mann X? Warum hat ein Mann eine andere Anrede? Warum hat ein Mann noch das Herr? Warum hat eine Frau nicht noch das Herr? 144 IQ. Frau sagt man schon so dafür, dass so Essen auf Tisch ist. Wenn kein Essen da ist, da hat der Mann das Recht. Nein, okay, nein, nicht so übertrieben. Hat die gerade aber gesagt. Ja. Kriegst du auch so Frauen geklärt? Sagst du den Frauen das auch immer? Nein, Bruder, ich sag's nicht. Ich seh das mit meinen Augen, weißt du? Was meinst du? Wenn die in der Küche sitzt, bleib ich so mit der zusammen. Wenn ich zum Beispiel von der Arbeit rauskomme, sehe ich so die... Genau. Warum heißt es nicht Herrin? Herrin X? Frau darf man nicht sagen. Herrin X. Warum kann man nicht so sagen? Aber warum muss das von einem männlichen Wort abgeleitet sein? Warum kann man nicht ein neues Wort dazu erfinden? Die hat nichts. Macht euch darüber Gedanken. Zitat Ende. Sie kocht danach direkt Tschüss, so, weißt du? Gegenteil von Herr ist Dame. Aha, okay. Also muss zu eigentlich in der Schule die Lehrerin mit Dame und ihren Nachnamen ansprechen. Wenn jetzt Herr, sagen wir mal, Dapa Bobolus, dann heißt es Dame Popolus. Dein Statement dazu, was sagst du? Dumm. Wenn du eine Frau liebst und die dir kein Essen macht, verlässt du die trotzdem? Ja, was ist, wenn... Ja, was, das ist so. Du willst ja auch, keine Ahnung, du willst ja auch was Gutes für deine Frau machen. Schon, du willst für die kommen. Ja, ich mache ihr was Gutes. Ich bring das Geld nach Hause. Ja, okay. Was machst du noch? Ich helfe ihr im Bett. Ist das altmodisches Denken, was hat, oder modern? Beides. Siehst du, das ist dann eine Tradition, so altmodisch. Habt ihr noch abschließende Worte? Änder dich. Warum? Bist du einverstanden, dass du auf YouTube Gast bist? Sowieso, Bruder. Ich bin Shaitan aus Köln, Bruder. Oh mein Gott. Habt ihr alle dieselbe Meinung hier? Du auch? Ja, Walla. Bei Gott sogar. Walla, Bruder, komm her. Komm und gehören einfach zur Küche, bei Gott. Der ist einfach neu geboren. Walla, der ist seit 2 Wochen auf Welttag. Frauen gehören in die Küche. So Jungs, erzählt mal bitte, was war das gerade? Platzt einfach ins Video rein und danach haut ihr so eine Meinung raus. Ja, Bruder, ich hab von Weitem gehört, so was die alle so gesagt haben. Das ist schon hart, Bruder. Ich wollte es eigentlich nicht sagen. Ja, bis gestern musste jemand seinen Windel wechseln und jetzt sagt er, Dass Männer, dass Frauen auch arbeiten gehen sollen und das. Also. Das geht gar nicht, Bruder. Ich finde das einfach Das hat er von mir gerippt. Der hat bestimmt unsere letzte Reaction gesehen. Diese gestern war der noch Sperma und so. Safe hat der von mir gerippt. 100%, der hat gerippt. Von deiner Familie? Nein, Bruder. Gibt's nicht, ne? Nein, Bruder. Nicht unverschämt, ne? Walla, wir sind Zigeuners, Bruder. Weißt du, die Frauen bleiben zu Hause. Warum machst du denn meinen YouTube-Kanal nur Zigeuner? Ja, Bruder, das Ding ist, manche Frauen gehen auch klauen von uns. Weißt du, das ist ja nicht so richtig arbeiten, Bruder. Das ist okay, das geht klar. Das geht klar, Bruder. Bist du auch Zigeuner? Ja, Bruder. Stimmst du dem zu? Bei Gott sogar. Frauen gehen einbrechen, machen alles zu Geld. Oder ich bin. Walla, deswegen liebe ich diese Videos. Walla, deswegen liebe ich diese Videos, Digga. Der sagt, ja, normal, Frauen gehen einbrechen, die machen alles für Geld. Das ist halt hart. Ich bin Türke, aber ich sag dir das, der hat recht. Bei uns, Bruder, Frauen gehen kochen, Männer gehen arbeiten. Denkt ihr alle, so kriegt ihr Frauen geklärt? Ja.
und auch einbrechen. Bruder, wir sagen es nicht, wenn weißt du? Guck mal, zum Beispiel die zwei da. Komm mal bitte ins Bild rein. Oh mein Gott! Stellt euch mal vor, wer seid ihr? Ich bin Sally. Ja. Du bist Sally, okay, und du? Claudia. Thema von heute ist, haben Frauen und Männer dieselben Rechte? Was willst du sagen? Nein, so. Was nein? Nein. Bruder, ich will nicht auf Äußerlichkeiten gehen. Ja. Walla, ich will nicht auf Äußerlichkeiten gehen. Walla. Was ist das? Was ist dieser Strich hier? Ist ja fast so groß wie die Grenze zu Spanien, Amana. Was hat die da mit ihr Auge gemacht, Cousin? Was hat die mit ihr Auge gemacht, Cousin? Walla, das geht fast hinter Ohr, Cousin. Walla, was hat die mit ihr Auge gemacht, Bruder? Einfach ein Nike-Zeichen da, Walla. Bruder, Walla, denkst... Guckst ihr Gesicht, du weißt nicht, ob Airline, du weißt nicht, was hat, blaue Augen, du weißt einfach nicht. Grenzübergang, Grenzkontrolle, harte. Bruder, ja. Ich will eigentlich nicht so auf äußerlich gehen, so auf den, so, aber. Heutzutage, Bruder, manche Sachen, ich guck mir die an, gell? Und ich glaub die einfach nicht, Bruder. Wallah, ich glaub die nicht. Eigentlich, ich bin ein junger Typ, aber mit meinen 27, ich denk, ich komme aus einer ganz anderen Generation, Cousin. Wallah, bei uns, wo ich jung war, war es nicht so, Bruder. Sage ich euch ehrlich, da haben Mädels sich Wimperntusche gemacht und das war schon krass. So, also das war schon so Ding. Und ich sag euch ehrlich, auch zu Jungs, mit Seiten auf Null und so. Walla, gar nicht, weißt du, wie wir aussahen, wie Mowgli. Schwurf Koran, wie, als ob wir von Dschungel kommen. Alle, Bruder, Seiten waren so, irgendwann dann kam Fukuhila, irgendwann so, dies, das. Aber am Anfang war Mowgli-Zeiten, Bruder. Dankeschön. Warum nein? Bist du auch, findest du das auch gut oder findest du eher scheiße? Heute RP, ja, ja. Geht ich gleich so, rein. Also finde ich richtig so. Findest also, du also gut, ja. Dass Männer und Frauen nicht dieselben Rechte haben? Ja. Warum findest du das gut? Ja, weil es gut ist. Sollte also sein. Findest du auch gut, dass Frauen nicht arbeiten dürfen? Also nicht arbeiten gehen? Ach so! Jetzt, hast du es jetzt verstanden? Sorry, ja, doch. Du gut? Na, okay, nein, was nein, nein. Du? Was denn? Nein, also doch, soll, also sie sollten schon die gleichen Rechte haben, so, doch, ja, okay. Doch, doch. Guten doch. Morgen auf jeden Fall. Was sagst du? Also ich finde selben Rechte. Sollten selben Rechte haben. Ja, guten doch. Morgen auf. Ey, Digga, wenn Frauen reden, gell, Bruder, du musst es nur analysieren, du hast die direkt durchschaut, Bruder. Es ist keine Wissenschaft, sie zu durchschauen. Thema Frauen, hör mir bloß auf, es ist keine Wissenschaft, sie zu durchschauen. Asahbi, passt auf, Wallah, ich mach wieder 144 IQ, wieder, passt auf. Sie hat nicht gecheckt, natürlich hat sie es gecheckt, aber sie muss das so tun, als ob sie es nicht gecheckt hat, damit die so auf süß rüberkommt. Ah, ich hab's gar nicht gepeilt, oh mein Gott. Ah, das hast du gemeint. Okay, Sibi, so. Dann hat sie gecheckt und dann hat sie ihre Meinung gesagt. Und nachdem sie ihre Meinung gesagt hat, hat sie direkt ihre Freundin angeguckt, um ihr mit ihren Augen zu sagen, ey, das ist meine Meinung, sei auch dieser Meinung. Passt auf. Hast du es jetzt verstanden? Sorry, ja, doch. Okay, nein. Was denn? Nein, also doch, soll, also sie sollten schon die gleichen Rechte haben, so, doch, ja, okay. Doch. Glaub mir. Was sagst du? Also ich finde selben Recht. Und jetzt guckt sie auch, damit sie kontrolliert, ob sie das gleiche sagt. 144 Q. So. Sollten selben Rechte haben. Ja. Bruder, ich sag immer noch, nein, die Frauen gehen in der Küche. Shirin David ist sauer geworden. Was soll das für ein Blick? David war frisch. Echt? Findest du? Nein, auf jeden Fall erzähl mal deine Meinung. Bruder, das ist eine alte Tradition, weißt du, dass die Frau... Wallah, ich hab mein Knie gestoßen, gell? Ich hab einfach gedacht, ich kann's überspielen, aber... Ich hab Schmerzen. Ah. Oh mein Gott, ich dachte, ich kann aushalten und so tun, als ob nichts passiert wäre. Wallah. Bruder, mein Knie... Wow. Dir. Safi, alles gut, alles easy. Schon lange nicht arbeiten. Alles gut, gehen. Alles gut. Ja, weißt du, die hatten. Ja, wir haben andere Zeiten. Ja. Es ist immer noch so gleich geblieben, weißt du? Was dürfen Frauen? Die dürfen nur putzen, die dürfen nur kochen, die dürfen sich um die Kinder sorgen, die dürfen sich um den Mann sorgen, nein, weißt du? Und was machen Frauen aus deiner Familie, was auch noch okay ist? Die klauen, Bruder. Du musst so denken, warum. Okay ist. Die klauen, Bruder. Du musst so denken, warum Zigeuner so viel Geld haben, Bruder. Warum denn? Wegen den Frauen, die gehen klauen, Bruder. Nein, nicht richtig so. Dürfte deine Frau arbeiten gehen? Nein, Bruder. Weil stell dir vor, ich komme von der Arbeit und die ist nicht zu Hause, dann muss ich alleine kochen, weißt du? Ja, die kann dir vorher was zu essen machen. Ja. Aber dann da lassen. Ja, kannst du warm machen, weiß ich nicht. Aber ich will das so gerne frisch haben, weißt du? So. Ja, dann komm zur selben Zeit nach Hause. Also wenn euer Freund das sagen würde, was er sagt, würde gar nicht klar gehen? Nein. Tschüss. Okay, stell dir vor, dein Mann sagt zu dir, du darfst nicht arbeiten. Was hättest du gemacht? Und du liebst den? Das ist nicht richtig so. Nein, ich dann liebe entweder den ich kann arbeiten gehen, ja. Oder tschüss. So. Ist
schwer, aber egal. Und du? Was sagt ihr zwei? Frauen gehören zur Küche ganz einfach. Ihr werdet schwer so eine Frau finden. Das stimmt. Guck mal, da war spontan einer hinter der Kamera. Komm mal her, du bist... Stell dich mal vor, wer bist du? Ich bin Skender. Okay, Bruder, guck mal, die Frage von heute ist, haben Frauen und Männer dieselben Rechte? Was sagst du? Was sagen? Männer ein bisschen mehr, Frauen auch ein bisschen, aber mehr die Männer, ne? Aber was sagen die denn? Was sagt ihr denn? Sie sagen, Männer gehören in die Küche. Männer gehören in die Küche? Nein. Frauen können gut kochen. Voila. Wegen euch werde ich... Guck mal, wie er macht. Ja, Frauen können... Bruder, ja, ich küsse dein Herz. Bruder, nicht jede Frau kann gut kochen, das sagen wir mal so. Denkst du, die zwei können gut kochen? Safe. Die kann safe kochen. Was für eine Landfrau bist du? Warte, du bist Pole, ne? Was ist ein Unterschied zwischen einem Pole und einem Arzt? Woher soll ich das wissen? Der Pole weiß, was dir fehlt. Ihr sagt dann alle, die ganzen Jungs haben keine Ahnung. Mhm. Die werden auch niemals Frauen finden. Kindisch. Doch, schon. Kindisch? Also ich bin dafür, voila, Männer und Frauen haben so, alle haben so, perfekt. Ja. Aber Männer nur ein bisschen mehr. Aber trotzdem, die sagen, Frauen haben keine Rechte. Gar aber keine. Was meinst du mit Rechte? Was dürfen Frauen überhaupt machen? Ja, alles, was der sagt, was meinst du mit Rechte? Was dürfen Frauen überhaupt machen, Digga? Mann. Ich küsse sein Herz. Also an dieser Stelle müssen wir natürlich auch wieder den Feministen raushängen lassen. So ist es nicht. Was denn alles? Dürfen die feiern gehen? Ja, in der Beziehung nicht wirklich. Auch nicht so dürfen die nicht. Weil guck mal, bei uns ja, ist das so. Wenn man nicht vergeben kann, kann man machen, was bei uns ist das so, ich sag dir mal, bei uns ist das so. Aber auch Vertrauen, Cousin. Nein, warte mal, es gibt nicht schon Vertrauen, Bruder. Guck mal jetzt auf einmal, Walla, der da hinten. Am Anfang, ja, nein, Frauen haben nicht. Männer haben mehr, ja. Yeah. Jetzt der guckt, der denkt, ah, boah, sympathisch, Polen, Russen und so, dies, das. Nein, die darf was, Vertrauen, Asabi, Vertrauen jetzt auch. Bruder, ich kann diese Videos nicht gucken, weil ich lese die Menschen, ich lese sie. Bei uns ist das so, wenn eine Frau feiern geht und dieser Junge sieht und am nächsten Tag will er die heiraten und auf einmal sagt der Junge, ah, die war auf eine Disco. Und danach kann man ja direkt wissen, dass sie mit 10.000 Jungs rumgemacht hat. Warum? Ja, muss sie sein. Die kann doch vernünftig sein. Muss ja, sie sein, nicht okay, alle. Okay, wenn die vernünftig ist, dann gehört die ja auch nicht zu einer Disco, oder? Nein, warum? Ja doch, sie kann ja feiern gehen, das heißt ja nichts, dass sie mit anderen Typen was macht. Die kann ja zu Hause feiern. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn sie alleine rausgeht zu schminken, ist schon so ein No-Go. Weil danach gucken die ja... Jan, er will sagen, du darfst dich nur schminken, wenn du mit dem bist. Also mit mir schon, aber alleine nicht. Komisch, weiß nicht. So, Mädels, habt ihr noch letzte Worte? Nee. Doch, ihr könnt mir alle auf Insta folgen. Der Mann, ja, wow. Den Bass. Piep tun ein, bitte. Nein. Meinst du, das machen? Ja. Du, ich schwöre, du machst das. Nein. Wie war dein Insta nochmal? Sag nochmal. Jafar Zetun. Oh, hör mal auf. Wie war dein Insta nochmal? Sag nochmal. Jafar Zetun. Sag noch ein paar Mal. Oh, hör mal auf. Walla lustig. Wie war dein Insta nochmal? Sag nochmal. Jafar Zetun. Sag noch ein paar Mal. Oh, hör mal auf. Du machst Wie war dein Insta nochmal? Sag nochmal. Jafar Zetun. Sag noch ein paar Mal. Oh, hör mal auf. Du machst diese. Nein, was sagst du? Auch Insta. Abdelkader ibn Kharouf. Leute, alle folgen, ne? Baba, Digga.